Kochen 11.07.2019 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. 201 Azubi-Bohnennudeln mit Gewürzgemüse einfach raffiniert, vegan für 4 Portionen, 600 Gramm Bio-Blumenkohlsalz, 400 Gramm Bio-Aubergine, 1 bis 2 Ei Kokosraspel ATI scharfes Currypulver, 20 Gramm Rosinen, Klammer auf zum Beispiel Annapurna, über 20 Gramm Cranberries www.altesgewürzamt.de Klammer zu, 8 Pekannusskerne, 1,5 TI Baarat, Klammer auf arabische 3 Stiele glatte Petersilie Gewürzmischung, zum Beispiel über eine Limette www.altesgewürzamt.de Klammer zu, 20 Gramm Basilikum ATI geräuchertes Paprika, 200 Gramm Azuki Bohnennudeln Pulver, Klammer auf zum Beispiel über www.edamama.de Klammer zu, 6 Exaliter Olivenöl, Pfeffer, erstens Blumenkohl, putzen, waschen und in kleine Röhrchen teilen, Auberginen waschen, putzen, längs vierteln und die Viertel jeweils, quer in 3 Teile schneiden, Gewürze mit 2 Exaliter 1 und Salz verrühren, Gemüse in einer Schüssel mit dem Gewürzöl gut mischen und in eine Auflaufform geben. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft 160 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 30 bis 35 Minuten garen. Zweitens inzwischen Kokosraspel in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und auf einem Teller abkühlen lassen. Rosinen und Cranberries kurz in lauwarmem Wasser einweichen, danach in ein feines Sieb geben und abtropfen lassen. Pekannüsse mittelfein hacken, Petersilienblätter von den Stielen abzupfen und fein schneiden, Limette auspressen, 1 bis 2 Exaliter vom Saft mit restlichem Olivenöl, Pekannüssen, Petersilie und etwas Salz verrühren, Basilikum mit Stielen fein schneiden, Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen, in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen, dabei 200 ml Nudelwasser auffangen. Basilikum zum Nudelwasser geben und mit dem Schneidstab fein pürieren. In einer Schüssel Nudeln, Kräuterwasser, Pekannüsse, Rosinen und Cranberries gut mischen und mit Pfeffer würzen. Drittens Gemüse aus dem Ofen nehmen. 1/3 der Auberginen quer in dünne Scheiben schneiden. Nudeln und Gemüse auf vorgewärmten Tellern anrichten, mit etwas Limettenussdressing beträufeln, mit Kokosraspeln und Pfeffer bestreuen und servieren. Zubereitungszeit 50 Minuten pro Portion 21 Gramm E 24 Gramm F 24 Gramm KH gleich 456 Kilokalorien Klammer auf 1915 Kilojoule Klammer zu Zucchini 2 Beete Sakura Kresse Klammer auf Grün Klammer auf ca. 250 Gramm Bioladen Klammer zu und Violett ersatzweise 50 Gramm Salz Zitrone Schisso Kresse Asialaden Klammer zu, 20 Gramm Butter 2 TI geschälte helle 15 Gramm glutenfreies Mehl Sesamsaat, Klammer auf zum Beispiel von Cher Klammer zu, 1 Ei Olivenöl 300 ml Milch 1 TI milde Weißwein Essig Salz 12 Maisreis Lasagneblätter 45 Gramm Thyme, Klammer auf zum Beispiel von Felicia. Zum Beispiel über erste rote Spitzpaprika, Klammer auf ca. 90 Gramm, Klammer zu, www.violei.com, Klammer zu, außerdem, Küchengarn erstens Zucchini waschen, in ein Stück Backpapier einwickeln und mit Küchengarn zubinden. Zucchini im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft 160 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 25 Minuten garen. Zweitens inzwischen für die Bechamel Salz Zitronen fein hacken. Butter in einem Topf zerlassen, Salz Zitronen zugeben und Mehl unterrühren. Mit Milch verrühren und offen bei milder Hitze 10 Minuten leicht sämig einkochen lassen, dabei öfter umrühren. Soße mit Salz würzen, Thyme unterrühren und mit dem Schneidstab fein pürieren. Soße durch ein feines Sieb gießen und stark durchdrücken. Soße beiseite stellen. Falls die Soße beim Erkalten zu stark eindickt, mit etwas Wasser oder Milch verdünnen. Drittens Paprika waschen und bis zum Strunk quer in dünne Ringe schneiden. Kresse aus den Beeten schneiden, in feuchtes Küchenpapier einwickeln und beiseite stellen. Sesamsaat in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, leicht mit Salz würzen und auf einem Teller abkühlen lassen.
Viertens Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Paprikaringe darin 1 bis 2 Minuten braten, mit Salz würzen. Essig untermischen und abgedeckt warm stellen. Zucchini aus dem Ofen nehmen, Backpapier entfernen. Zucchini quer in feine Scheiben schneiden und in der Pfanne mit den Paprikaringen warm halten. Lasagneblätter 12 bis 13 Minuten in reichlich kochendem Salzwasser garen, dabei öfter umrühren, damit sie nicht zusammenkleben. Fünftens, inzwischen eine große Schüssel mit heißem Salzwasser beiseite stellen. Kurz vor dem Servieren Soße unterrühren, stark erhitzen und mit dem Schneidstab schaumig aufmixen. Lasagneblätter aus dem kochenden Wasser in die Schüssel mit dem heißen Wasser geben. Lasagneblätter zügig einzeln aus dem Wasser nehmen, kurz abtropfen lassen und quer halbieren. Jeweils 4 bis 6 Lasagne-Stücke mit Zucchini auf vorgewärmte Teller schichten und mit aufgeschäumter Soße übergießen. Mit Paprika, Kresse und Sesam bestreuen und servieren. Zubereitungszeit 1:25 Stunden, Proportion 9 Gramm E, 16 Gramm F, 47 Gramm KH gleich 384 Kilokalorien, Klammer auf 1610 Kilojoule, Klammer zu. 150 Gramm Berglinsensalz, 200 Gramm grüne Bohnen, 1 Ei Schwarzkümmelsaat, 2 Halloumi Käse, Klammer auf ca. 250 Gramm, Klammer zu, 2 Schalotten, 8 Exaliter Olivenöl, 3 Exaliter Zitronensaft, Pfeffer, 1 TI getrockneter Oregano, 1 TI getrocknete Minze, 4 Exaliter Granatapfelsirup, 1 Bund glatte Petersilie, 1 Bund Koriandergrün, 150 Gramm Babyleaf Spinat, erstens Linsen, nach Packungsanweisung in Kochen gleich im Wasser bis fest garen. 1 Minute vor Ende Garzeit kräftig mit Salz würzen. In ein Sieb unterstrich gießen und abtropfen lassen. Zweitens, während die Linsen garen, Bohnen putzen, unterstrich eher halbieren und in kochendem Salzwasser 1 bis 9 Minuten bis fest garen. Schwarzkümmel in der Pfanne ohne Fett anrösten. Halloumi. Tupfen lassen, trocken tupfen und in ca. 1 cm Unterstrichke Scheiben schneiden. 2 1, Haloten fein würfeln. 6 Exaliter Olivenöl, Ehnensaft, Salz, Pfeffer, Oregano, Minze und Granatapfelsirup verrühren. Kräuter mit stielen Mittel fein hacken. Spinat putzen, hin und trocken schleudern. Bohnen im Gießen und in einer großen Schale mit Essen mischen. Linsen untermischen. Cheeseöl in einer Pfanne erhitzen. Kniescheiben darin von beiden Seiten eun und knusprig braten. Unterstrich unterstrich er und Spinat unter den Salat mischen, Salz und Pfeffer abschmecken. Salat mit Halloumi anrichten. Mit restlichem Granat beträufeln und mit Schwarzkümmel unterstrich unterstrich servieren. Schwarze Bohnennudeln mit Paprikasenfsoße, einfach low carb, vegan für 4 Portionen, 1 Zwiebel, Klammer auf ca. 80 Gramm, Klammer zu, 1 Bund grüner Spargel, 2 gelbe Paprikaschoten, 1 TI edelsüßes Paprikapulver, 4 Exaliter Olivenöl, Pfeffer, 2 bis 3 TI scharfer Senf, 200 Gramm schwarze Bohnen, 150 Milliliter Gemüsefond, Salz, Spaghetti, Klammer auf zum Beispiel über 2 Datteln, Klammer auf mit Kern, Klammer zu, www.edamama.de, Klammer zu, 1 Bund Brunnenkresse, Klammer auf ersatzweise andere Kresse, Klammer zu, erstens für die Soße Zwiebel fein würfeln, Paprika waschen, putzen, Längsvierteln, entkernen, 2 Paprikaviertel fein würfeln, restliche Viertel in wenig kochendem Salzwasser 5 bis 6 Minuten vorgaren, in kaltem Wasser abschrecken, trocken tupfen und die Schale abziehen. Paprikaviertel in mundgerechte Stücke schneiden, mit feuchtem Küchenpapier abdecken und beiseite stellen. Zweitens 2 Exaliter 1 in einem Topf erhitzen, Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze 2 Minuten glasig dünsten. Paprikawürfel zugeben und 2 Minuten mit dünsten. Senf unterrühren, mit Fond auffüllen, einmal aufkochen und 5 Minuten bei milder Hitze kochen lassen. Mit dem Schneidstab fein pürieren und durch ein feines Sieb massieren, dabei die Masse stark durchdrücken. Sollte die Soße noch zu flüssig sein, einige Minuten bei mittlerer Hitze einkochen lassen. Mit Salz würzen. 3. Datteln entkernen und fein würfeln. Brunnenkresse putzen, dickere Stiele entfernen. Brunnenkresse waschen und trocken schleudern. Spargel putzen, am unteren Drittel schälen, die Endstücke abschneiden.
Spargel schräg in mundgerechte Stücke schneiden. Restliches Öl in eine Pfanne erhitzen. Spargel darin bei mittlerer bis starker Hitze 4 Minuten braten. Paprikastücke und Datteln zugeben und 2 Minuten bei starker Hitze mitbraten. Gemüse mit Salz, 2 Drittel vom Paprikapulver und Pfeffer würzen. Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen, in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen, dabei 150 ml Nudelwasser auffangen. Viertens Nudeln mit Nudelwasser und Spargel-Paprika-Gemüse mischen, auf vorgewärmten Tellern anrichten, etwas Soße darüber verteilen mit Kresse und restlichem Paprikapulver, bestreuen und servieren. Zubereitungszeit 1 Stunde pro Portion 26 Gramm E, 12 Gramm F, 17 Gramm KA gleich 320 Kilokalorien, Klammer auf 1339. Romanesco 1i ungesüßte Mandelmilch 250 Gramm mittelgroße Tomaten 300 Gramm Maisreisspaghetti, Salz, Klammer auf zum Beispiel von Denver, Klammer zu. 3 Sternanis, eine Dose Kichererbsen, Klammer auf 400 Gramm, Klammer zu, 4 Ei Koriandersaat, 30 Gramm ungeschälte Mandel, 20 Gramm Basilikum plus einige Kerne, Blätter zum Garnieren, 40 Gramm italienischer Hartkäse, 5 Exaliter Olivenöl, Klammer auf, zum Beispiel Parmesan, Klammer zu, 4 Teeiwa, Klammer auf Paprikapaste, Klammer zu, 2 Exaliter Ahornsirup, erstens Romanesco putzen. Waschen und kleine Röhrchen vom Stiel schneiden. Tomaten waschen und die Stielansätze keilförmig herausschneiden. Tomaten in 600 ml kochendem Salzwasser 10 Sekunden blanchieren, herausnehmen, sofort abschrecken und häuten. Tomaten in mundgerechte Stücke schneiden, mit feuchtem Küchenpapier abdecken und kalt stellen. Romanesco im selben Salzwasser 5 bis 6 Minuten leicht knackig garen, dann herausnehmen, sofort abschrecken, mit feuchtem Küchenpapier abdecken und kalt stellen. Kochwasser beiseite stellen. Zweitens für den Gewürzmandelfond Sternanis in Stücke brechen und zusammen mit Koriandersaat in eine Pfanne ohne Fett anrösten. Gewürze auf einem Teller abkühlen lassen, danach im Mörser fein zermahlen. Basilikum mit Stielen grob schneiden. Drittens 3 Exaliter Öl in einem Topf erhitzen. Gewürze und Eiweiß darin unterrühren, bei mittlerer Hitze 1 Minute dünsten. Basilikum zugeben, unterrühren und kurz mitdünsten. Mit Mandelmilch aufgießen und bei sehr schwacher Hitze zugedeckt 20 Minuten ziehen lassen. Gewürzmandelfond durch ein feines Sieb in einen hohen Topf gießen und stark durchdrücken, Klammer auf, ergibt ca. 11, Klammer zu. Viertens Spaghetti in mundgerechte Stücke brechen. Kichererbsen in ein Sieb abgießen, kalt abspülen und gut abtropfen lassen. Mandeln grob hacken. Käse grob reiben und mit den gehackten Mandeln mischen. Fünftens Gewürzmandelfond mit Romanesco Kochwasser, Klammer auf ca. 500 ml, Klammer zu, auffüllen und zugedeckt aufkochen. Nudeln zugeben, die Hitze etwas reduzieren und zugedeckt, Klammer auf, Siertipp, Klammer zu, weitere 12 Minuten garen. Nudeln dabei öfters umrühren, damit sie nicht am Boden des Topfes haften bleiben. 1 Minute vor Ende der Garzeit Kichererbsen, Romanesco und Tomaten zugeben und unterrühren mit garen. Mit 1 Teesalz und Ahornsirup abschmecken. In vorgewärmten tiefen Tellern anrichten, mit restlichem Öl beträufeln, mit Basilikumblättern und etwas Mandelkäsemischung bestreuen und servieren. Zubereitungszeit 1 Stunde pro Portion 19 Gramm E, 25 Gramm F, 87 Gramm KA gleich 680 Kilokalorien, Klammer auf 2852 Kilojoule, Klammer zu. Tipp: Die Töpfe müssen beim Kochen jeweils zugedeckt sein, damit ausreichend Flüssigkeit erhalten bleibt. Sabayon mit Beeren einfach, schnell für 2 Portionen Beeren 250 Gramm Beeren, Klammer auf, zum Beispiel Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Klammer zu, 1 TI Vanillezucker, 1 Exaliter Zitronensaft, Sabayon 30 Gramm Zucker, 2 Eigelb, Klammer auf, KI. M Klammer zu, 50 ml trockene Weißwein, 2 Ei Orangensaft, 1 TI Zitronensaft, erstens Beeren waschen, verlesen und in einer Schüssel mit Vanillezucker und Zitronensaft mischen. Zweitens für das Sabayon Zucker, Eigelbe, Weißwein, Orangen und Zitronensaft in einen Schlagkessel geben und mit dem Schneebesen verrühren.
dann über einem heißen Wasserbad bei mittlerer bis starker Hitze, Klammer auf, das Wasser sollte sanft kochen, Klammer zu, mit dem Schneebesen aufschlagen, bis eine cremig-dickliche Masse entstanden ist. Drittens, Schlagkessel in ein Eiswasserbad stellen und das Sabayon kalt schlagen. Viertens, Beeren in zwei Dessertgläser füllen und mit dem Sabayon servieren. Zubereitungszeit 20 Minuten, pro Portion 4 Gramm E, 7 Gramm F, 26 Gramm KII, 219 Kilokalorien, Klammer auf, 919 Kilojoule, Klammer zu. 250 Gramm Erdbeeren, 150 Gramm Erdbeerfruchtaufstrich, Klammer auf, zum Beispiel von Gartenhaus Testhof, siehe Infoseite 72, Klammer zu, 170 Gramm Butter, 200 Gramm Dinkelmehl, Klammer auf, Type 630, Klammer zu, 100 Gramm großblättrige Haferflocken, Großblatt, 200 Gramm brauner Zucker, 1 TI Salz, 1,5 TI gemahlener Piment, 1 TI Puderzucker zum Bestäuben, außerdem, Tateform, Klammer auf, 35 mal 10 cm, Klammer zu, mit der ausnehmbaren Boden, Klammer auf, ersatzweise 1, Zringform, Erdbeeren waschen, trockentupfen und unterstrich, in, Erdbeeren kleinwürfeln. Mit Erdbeer unterstrich und aufstrich mischen und beiseite stellen, ta in einem Topf zerlassen. Mehl, Hanflocken, Zucker, Salz und Piment in eine Bindestrich zz.sel mischen. Butter zugeben und am mit einem Silikonschaber zu einer unterstrich 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 zellähnlichen Masse mischen. Zitronenquarkflammerie mit Erdbeerfruchtaufstrich, einfach für 6 Portionen 2 Blatt weiße Gelatine, 2 Eier, Klammer auf, KI, M, Klammer zu, 40 Gramm Zucker, 1 gehäufter Ehlspeisestärke, 250 Milliliter Milch, ATI Vanillepaste, 250 Gramm Speisequark, Klammer auf, 20% Fett, Klammer zu, 2 TI fein abgeriebene Bio-Zitronenschale, 120 Gramm Erdbeerfruchtaufstrich, Klammer auf, zum Beispiel von Gartenhaus Testhof. Siehe Infoseite 72, Klammer zu, 1 Exaliter Pistazien, Klammer auf, grob gehackt, Klammer zu, außerdem, 6 Gläser, Klammer auf, 200 Milliliter Inhalt, Klammer zu, 1, Gelatine in kaltem Wasser einweichen, Eier trennen, Eiweiße und 10 Gramm Zucker steif schlagen, Eigelbe Stärke und 50 Milliliter Milch, in einer Schüssel verrühren. Zweitens, restliche Milch, restlichen Zucker und Vanillepaste in einem Topf aufkochen. Von der Kochstelle nehmen und die Eigelbmischung mit dem Schneebesen unterrühren. Bei milder Hitze unterrühren, einmal aufkochen. Drittens, Topf von der Kochstelle nehmen. Erst die ausgedrückte Gelatine, dann den Quark mit dem Schneebesen unterrühren. Eischnee und 1 TI Zitronenschale unterheben. Viertens, die Hälfte der Flammeriemasse auf 6 Gläser verteilen. Fruchtaufstrich mit einem Teelöffel glatt rühren und je 1 gehäuften TI auf die Flammeris in den Gläsern geben. Fünftens, restliche Flammeriemasse in die Gläser geben, anschließend restlichen Fruchtaufstrich darauf verteilen. Flammeris mit einem Holzspieß in eine Richtung leicht durchrühren, mit restlicher Zitronenschale und Pistazien bestreuen. Mindestens 2 Stunden kalt stellen. Burger mit bunten Pommes. Zutaten für 4 Portionen: 1,2 Kilogramm gemischte Wurzeln und Knollen, Klammer auf, zum Beispiel Kartoffeln, Kohlrabi, Möhren, Pastinaken, Butterrüben, Süßkartoffeln, Klammer zu, 3 Esslöffel Rapsöl, 1 Esslöffel Zitronensaft, Jodsalz mit Prozentarit, Pfeffer, 2 türkische Lire Kräuter der Provence, Klammer auf, getrocknet, Klammer zu, 60 Gramm Polenta, 1 Bund Petersilie, Klammer auf, 3 OG, Klammer zu, 1 kleine Zwiebel, 1 Dose Kidneybohnen, Klammer auf, Abtropfgewicht 255 Gramm, Klammer zu, 100 Gramm gemischtes Hackfleisch, 2 Esslöffel Semmelbrösel, Sojasauce 25 OG, Magerquark größer als 4 Toasties, Klammer auf, Vollkorn, Klammer zu, 4 Tomatenscheiben, 4 Salatblätter, Zubereitung, Klammer auf, 30 Minuten, 30 Minuten Backzeit, Klammer zu, erstens Wurzelgemüse und Knollen waschen, schälen und in etwa 6 cm la 11 Stifte schneiden, 2 Gemüsestifte mit 2 Esslöffel Öl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und getrocknete Kräutern mischen, Polenta untermischen und kurz ziehen lassen, Ohre auf 200 Grad Celsius vorheizen.
3 Petersilie waschen, Zwiebel abziehen und würfeln. Bohnen in eine Sieb abtropfen lassen, den Sud auffangen. Die Bohnen mit den Zwiebel würfeln und der Hälfte der Petersilie im Mixer zerkleinern. Mit Heischsemmel bröseln, Sojasauce, Salz und Pfeffer zu einer Form Masse kneten. Eventuell noch etwas Bohnensud zugeben. 4. Ein Blech mit Backpapier auslegen, das Gemüse darauf verteilen. 1. Heißen Ofen k. 30 Minuten garen. 5. Aus der Bohnenhackmasse 8 kleine Burgerfrikadellen Forma für 1572 Minuten auf dem Blech mit garen. 6. Die restliche Petersilie mit Stielen feinhacken. Mit dem Quark, der heiligem Öl und etwas Wasser glatt rühren, salzen und pfeffern. Toasties toasten mit Quark bestreichen und mit Salat, Tomate und Bulette belegen. Mit Pommes anrichten. Pro Portion 587 Kilokalorien. Frühlingslasagne. Zutaten für 4 Portionen. Kilogramm Zucchini. 2 Esslöffel Olivenöl. Jodsalz mit Fluorid. Pfeffer minus größer als 1 Bund Petersilie, Klammer auf 3 OG, Klammer zu, größer als 1 Bund Basilikum, Klammer auf 30 Gramm, Klammer zu, größer als 3 Frühlingszwiebeln, größer als 150 Gramm fettarme Kräuterfrischkäse, größer als 30 Ml fettarme Milch, 1,5% 100 Ml. Sojacreme 15 OG körniger Frischkäse größer als ca. 8 G Nudelplatten, Klammer auf 20 OG, Klammer zu, minus größer als 40 Gramm Pinienkerne Zubereitung, Klammer auf 15 Minuten 35 Minuten Backzeit, Klammer zu, erstens Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Zucchini waschen, Enden abschneiden, längs in Scheiben hobeln, das geht gut mit einem Gemüseschäler. In einen Mix aus Öl, Salz und Pfeffer einlegen. 2. Kräuter und Frühlingszwiebeln waschen. Frühlingszwiebeln in schmale Ringe schneiden. 1 Esslöffel Zwiebeln und 1 bis 2 Stängel Kräuter zur Deko beiseite legen. Übrige Kräuter mit Frischkäse, Milch und Sojacreme pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zwiebeln und den körnigen Frischkäse unterziehen. 3. Kräutersoße Nudelplatten und Zucchini-Scheiben, abwechselnd in eine Auflaufform schichten. Mit Kräutersoße starten und enden. Pinienkerne darauf streuen und ca. 35 Minuten im Ofen garen. Mit Frühlingszwiebeln und Kräutern bestreut servieren. Zutaten für 4 Portionen, 80 OG mehlige Kartoffeln, 300 Gramm Buntmöhren, 300 Gramm Kohlrabi mit Grün, eine Gemüsezwiebel größer als 12 Kirschtomaten, Jodsalz mit Fluorid, Pfeffer minus größer als 1 Viertel Teelöffel, gemahlene Muskatnuss größer als ca. 8 Esslöffel Mehltype, 1050, Klammer auf ca. 120 Gramm, Klammer zu, 400 Gramm Putenbrustfilet, Paprikapulver edelsüß minus größer als 2 Esslöffel Rapsöl größer als 30 Ml Gemüsebrühe größer als 30 OG frische Blattspinat, 80 Gramm Creme, Freiche Leit. Alle 3 Rezepte tragen das Logo geprüfte Informrezepte. Sie erfüllen die Kriterien der DGE, Klammer auf Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Klammer zu. Neben der Auswahl der Zutaten, der Zubereitungsart und der Nährstoffzusammensetzung spielt auch der Genuss für die Logovergabe eine wichtige Rolle. Mehr Rezepte unter www.dge.de/informrezepte und www.in-form.de. Zubereitung, Klammer auf 50 Minuten, Klammer zu. 1. Kartoffeln waschen und etwa 20 Minuten mit Schale garen. 2. Möhren und Kohlrabi waschen, schälen und in 1 cm große Würfel schneiden, das Blatt grün fein hacken. Zwiebel abziehen und ebenfalls würfeln, Tomaten waschen. 3. Gegarte Kartoffeln pellen, durch eine Presse drücken und ausdampfen lassen. Mit einer türkischen Lira Salz, etwas Pfeffermuskat und etwa 6 Esslöffel Mehl behutsam zu einem Teig verkneten, dann ruhen lassen. 4. Das Fleisch in schmale Streifen schneiden und in einem Mix aus 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Paprika und etwas Pfeffer wenden. Im heißen Öl in eine Pfanne anbraten, herausnehmen und beiseite stellen. 5. Zwiebeln in der gleichen Pfanne glasig dünsten, Gemüse 5 Minuten dünsten. Mit 2 Esslöffel Mehl bestäuben, mit Gemüsebrühe ablöschen und zugedeckt ca. 10 Minuten weich garen.
Gemüsegrün nach 5 Zucker, 6. Den Kartoffelteig in 12 Portionen teilen und jeweils um eine Tomate zum Knödel formen, dabei mit Mehl bestäuben. In reichlich kochendes Salzwasser legen und offen ca. 7 Minuten gar ziehen lassen, bis die Knödel oben schwimmen. Mit einem Schaumlöffel herausheben. 7. Den Spinat waschen, hacken und unter das Gemüse geben. Fleisch L1 Creme Fraiche zugeben und heiß werden lassen. 8. Gut abgetropfte Knödel mit dem Geschnetzeltem servieren. Pro Portion 518 Kilokalorien.